Hola amigos, ¿qué tal? Oh, mira aquí. Eso es un buen coche. Und wie ihr dieses Fahrzeug im Online-Modus bekommt, das erzähle ich euch in diesem Video. Also bleibt dran. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man den Klassiker Tornado in der mexikanischen Mariachi-Version bekommt. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist an diesen Punkt zu fahren, wo ich jetzt gerade eben auf der Karte markiert habe. Wenn ihr dort angekommen seid, gibt es noch was Wichtiges zu beachten. Und zwar dieser Tornado, der spawnt so 1-2 Minuten oder 3 Minuten nach 19 Uhr. Wenn ihr aber zu früh da seid oder zu spät kommt, dann ist das Auto schon weg und ja, ihr müsst nochmal 45 Minuten warten, bis es wieder 19 Uhr ist. Also würde ich euch raten, so um 7:30 herum dort zu sein, dann so gemütlich loszufahren. Und ja, nicht zu schnell und nicht zu langsam. Ja, es kommt auch so ein bisschen aufs Timing drauf an. Also ich habe auch 5 Versuche gebraucht, bis es dann wirklich geklappt hat. Das sieht man dann, ja, wenn die Cops dann dastehen, wenn der Helikopter fehlt, spawnt das Auto nicht. Oder wenn ihr zu spät da seid, ist das Auto schon irgendwie runtergefahren oder sonst was. Ich weiß nicht genau, was da passiert in der Szene. Auf jeden Fall, ja, es kommt auf jeden Fall auf das Timing an. So, wie ihr seht, fahre ich jetzt gerade hoch. Jetzt merke ich, dass es schon knapp wird. Jetzt gebe ich ein bisschen Gas. Jetzt kommt dann gleich die Brücke, wo ihr dann schon mal rüber gucken könnt, ob da schon irgendwas ist. Im Moment ist noch gar nichts. Weder Cops, noch das Auto, noch ein Helikopter. Dann fahrt ihr noch ein bisschen über die Brücke. Schaut mal wieder rüber. Immer noch nichts. Okay. Also es hat echt ein bisschen was mit Glück zu tun. Ich weiß nicht, wann es liegt. Aber jetzt haben wir es... Ja, 19 Uhr vorbei. Jetzt fahre ich nochmal ein Stückchen hoch. Ihr könnt auch immer am Handy die Uhrzeit betrachten. So, jetzt seht ihr da hinten was Weißes. Da ist die Polizei. So, jetzt nehme ich das Scharfschützengewehr. Und jetzt ist es wichtig, auf den Fahrer gleich zu schießen. Weil wenn der losfährt, ist das Auto auch weg. Das klappt bei mir natürlich nicht. Ach, das gibt's doch nicht. Jetzt da. So, Fahrer erledigt. Beifahrer steigt aus. Ja, so, jetzt machen wir noch alle kalt hier. Was wollt ihr? Der Helikopter ist auch irgendwo jetzt gerade. Ah, da haut er ab. Ja, in dem Fall einsteigen, rüberfahren. Ihr könnt ja nebenher noch Lester anrufen, damit ihr die Sterne losbekommt, damit es dann nachher einfacher ist. Eine Straße führt da direkt nicht hin, da muss man jetzt ein bisschen durchs Gelände fahren. Oder gegen den Stein, der da vorne noch nicht da war. So, jetzt hier schön rüber. Beste. So, da sind die zwei Polizeifahrzeuge. Und da steht er. Jawoll. Sehr schön. Ja, dann könnt ihr ganz normal einsteigen. Und wenn ihr das Auto dann habt, dann könnt ihr ganz normal in die Garage fahren, so wie jeder andere. Ja, Classic Tornado. Ja. Jetzt rufen wir mal Lester an, um die Sterne loszuwerden. Und wir sehen uns jetzt gleich wieder in der Tuning-Garage. Dann zeige ich euch, was man mit dem Auto so alles machen kann. An der Garage angekommen, ist bereits schon dunkel, aber das macht ja uns nichts. Wir haben ja Scheinwerfer. Jetzt fahren wir mal da rein. So, man kann Sprengstoff ans Auto anbringen, aber das wollen wir ja nicht. Dann kann man es natürlich ganz normal versichern, hier mit Peilsender, mit Vollkaskoversicherung. Das heißt, man kann es danach auch in die Garage stellen und man kann es verkaufen für 3000 Dollar. Aber das wollen wir ja nicht, wir wollen es ja behalten, dieses Auto. Wunderschön. So, dann gehe ich mal kurz auf Versicherung. Warte mal, wieso kann ich jetzt nichts drücken? Was ist... Nein! Fuck, ich hab's verkauft! Oh Mann, ich könnte so kotzen. Ich habe 4 Stunden gebraucht, um das scheiß Auto zu haben. Und ich Depp verkauf's, anstatt zu versichern. Oh Mann, manchmal hasse ich mich. Manchmal würde ich echt gern die Zeit zurückdrehen. Einfach nur 5 Minuten früher. Da war echt die Welt noch in Ordnung, Mann. Ich könnte kotzen.
Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann lasst einen Like da, teilt es mit euren Freunden, was auch immer. Und ich wünsche euch viel Glück, dass ihr keine 4-5 Versuche braucht wie ich, dass es bei euch schneller geht. Aber mit dem Video müsste es eigentlich so sein. Auf jeden Fall geht es nächste Woche mit der Criminal Mastermind weiter. Wir haben jetzt gerade Halbzeit erreicht und ich habe eine kleine Halbzeitpause gebraucht, weil ich jetzt an 4 anderen Projekten dran bin, die ich jetzt ja Tag für Tag mal hochladen werde, damit ihr seht, was ich so gemacht habe. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, frohes Wochenende und bis zum nächsten Mal.